Suiten von Johann Sebastian Bach sind ja im Prinzip unser großes ABC, unser Einmaleins. Und sich damit wieder zu beschäftigen, hat eine sehr reinigende Wirkung. Wir haben diese Reihe begonnen zu der Zeit, als noch gar nichts ging. Da dachten wir, am besten können wir anfangen, mit Solowerken wieder zu starten. Solowerke und Solo-Zuhörer zu Beginn. Das heißt, wir haben Solowerke von Johann Sebastian Bach ausgewählt, die Suiten für Cello und die Sonaten und Partiten für Violine. Und Solowerke von Luciano Berio. Beim Schreiben von Musik war Luciano Berio erstmal das Operieren mit harmonischen Feldern wichtig. Harmonik war ihm wichtig. Er hat sich auf eine gewisse Harmonik festgelegt. In dieser Sequenza spielt der Tritonus, der Diabolus in Musica, also drei Ganztöne aufeinander geschichtet, eine große Rolle und alles, was gewissermaßen in der Ordnung der Naturtonreihe ziemlich bald kommt, das hat er zunächst eher rausgelassen, kommt am Ende aber auch. Er bewegt sich gerne zwischen Polaritäten. Das ist nicht nur das eine oder nur das andere. Der hat eine unglaubliche Bandbreite von Schaffen gehabt. Für mich ist diese Aufforderung Watch this space eigentlich eine Sache, die ich täglich tue, da wir hier gleich um die Ecke wohnen und die höheren Gebäude des Werksviertels auch aus dem Wohnzimmerfenster sehen können. Und wir haben natürlich den großen, großen Wunsch, dass wir demnächst da nicht nur den Schriftzug Werksviertel Mitte sehen, sondern auch unseren neuen Konzertsaal, das Konzerthaus München.